Hast du es vorhin mitbekommen? Das mit Leonie? Die ist doch reichsgehalten, geh mal eingepennt. Ja, und der Alte ist von der Schneidern. Ich dachte echt, die reicht in den Kopf. Guck mal, da ist sie ja. Ey, Leonie, so kann er die Bücher rennen vor dir weg. Wäre der nicht was für dich? Der sieht doch gut aus. Du, ich muss dir was sagen. Also, du bist mir letzter Zeit echt wichtig geworden. Weiß ich doch. Wir sind doch Besties. Nein, so meine ich das nicht. Du bist immer so süß zu mir und ich glaube... Naja. Matt! Hi, Matt. Hi. Ich hab dich schon vermisst. Ach so. Das ist übrigens Matt. Mein Freund. Und ich bin Vicky, Sarahs beste Freundin. Hallo, schön dich kennenzulernen. Schatz, wollen wir nicht los? Ja. Du, Matt und ich haben noch was vor. Bis morgen. Hab dich lieb. Fürs Abendmahl brauchen wir noch neuen Messwein. Ich hab in der Sakristei keinen mehr gefunden. Was? Die Obladen. Die Obladen, ja. Da kümmere ich mich drum. Nein, das brauchen Sie nicht zu machen. Hallo? Nein, das Hallo? Brauchen Sie. Ich kann jetzt nicht. Nein, Sie waren nicht gemeint, Herr Pfarrer. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit mit mir los ist. Meine Gedanken drehen sich nur noch um Sarah. Aber wie soll ich damit umgehen? Und jetzt hat sie diesen Typen, hat mich einfach stehen lassen. Aber sie weiß ja auch nicht, was ich für sie fühle. Würde sie noch mit mir reden, wenn ich es ihr sage? Ist das alles nur eine Phase oder geht das wieder weg? Ich glaube, wir müssen mal reden. Was ist denn los? Ich weiß nicht, ob du es gestern mitbekommen hast, aber ich fand es nicht so toll, als du mit Matt einfach so abgehauen bist. Was hätte ich denn deiner Meinung nach machen sollen? Du hättest mir ja wenigstens mal sagen können, dass du einen Freund hast. Freu dich doch für mich. Wenigstens habe ich überhaupt jemanden. Und außerdem ist Matt total nett. Hab ich ja gesehen. Was? Eigentlich dein Problem? Nichts. Du bist doch nur eifersüchtig. Merkst du nicht, dass ich Gefühle für dich habe?
dass ich was für dich empfinde? Und jetzt datest du diesen Vollpfosten. Ja, das ist eine gute Idee, Herr Pfarrer. So machen wir das. Ich komme nämlich gerade vom Sport. Aber dann sah ich Ihre Mail und wollte Sie natürlich gleich zurückrufen. Ja, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er Gutes getan hat. Ja, das passt sehr gut. Dankeschön. Gott segne Sie. Kannst du eigentlich mal einen Tag nicht an deine beschissene Kirche denken? Also wie redest du über unsere Kirche? Unsere Kirche ist schon lange nicht mehr meine Kirche. Alles, was nichts damit zu tun hat, ignorierst du. Warum kannst du mich und meinen Glauben nicht respektieren? Weil du und dein beschissener Glauben mich nicht respektieren. Mann, ich bin lesbisch! Was hast du gesagt? Ich bin lesbisch! Hast du was auf den Ohren oder was? Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und schuf sie als Mann und Frau. Ich weiß! Vicky! Warte doch mal! Du, ich muss dir was sagen. Ich habe heute in der Schule mit Vicky geredet und... Was denn? Ich weiß gar nicht, wie ich dir das sagen soll. Wir waren auf dem Schulhof und da hat sie mir gesagt, dass sie in mich verliebt ist. Willst du mich verarschen? Nein, ich meine das ernst. Das hat sie wirklich gesagt. In dich verliebt? Ey, was soll die Scheiße? Die weiß ganz genau, dass du mir gehörst. Diese scheiß Lesbe. Was machst denn du hier? Wer ist denn da? Ah, da ist ja unsere Lieblingslesbe. Kannst dich gleich wieder verpissen. Schatz, bitte. Hast du es ihm gesagt? Okay. Komm doch erstmal rein. Muss das sein? Jetzt hör doch mal auf. Bist jetzt mit der zusammen, oder was?
Matt, es reicht. Vielleicht ist es besser, wenn wir uns morgen wieder treffen. Warum soll ich jetzt gehen? Geh einfach. Na toll. Sorry, das wollte ich nicht. Also, was ist los? Soll ich dir jetzt jedes Wort aus der Nase ziehen? Ich weiß einfach nicht, was gerade mit mir los ist. Hast du das vorhin in der Schule etwa ernst gemeint? Du weißt, dass du mir vertrauen kannst und dass ich immer für dich da bin. Aber ich... Sag mal, spinnst du? Du weißt genau, dass ich mit Matt zusammen bin und dass du nur meine beste Freundin bist. Meintest du das von heute Nachmittag ernst? Also, dass du lesbisch bist? Ich war heute Nachmittag ganz schön geschockt. Aber ich hab dich trotzdem lieb. Und ich bin immer für dich da. Weißt du, als dein Vater uns verlassen hat, da hat die Kirche mir sehr geholfen. Ich war abgelenkt und ich habe gar nicht gemerkt, wie wir uns voneinander entfernt haben. Denn ganz gut.
passt schon. Ich, also, wegen letzter Woche, was da passiert ist, in meinem Zimmer, Schwamm drüber. Ich bin dir auch nicht mehr böse. Okay, danke. Wenn ich mal wieder Zeit habe, dann können alles wir... Alles gut. Pass auf dich auf. Sorry.